Zuschauer, willkommen zu diesem Spiel heute Abend. Das Wetter könnte kaum besser sein. Mein Name ist Wolf Fuß. Neben mir hat Frank Buschmann Platz genommen und wir werden das Spiel für Sie kommentieren. Heute übertragen wir für Sie eine hochklassige Partie. Es herrscht eine unglaubliche Stimmung. Alles bereit für ein echtes Fußballfest. Also ich freue mich extrem auf dieses Spiel und ich glaube, dass es sehr, sehr unterhaltsam und interessant wird. Also von mir aus, es kann losgehen. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Van Basten. Haaland. Die Chance jetzt. Tor. Sie wollten hier von Anfang an tonangebend sein und das ist ihnen auch gelungen. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Und George Best am Ball. Könnte der Ausgleich sein. Ball bleibt hängen. Haaland. Die Chance für Haaland! Real Madrid im Vorwärtsgang jetzt. Aber die Abwehr ohne Probleme. Vinicius Junior. Da haben sie die Chance. Das ist noch gefährlich. Wenn du den Ball so hältst, dann fragst du dich als Keeper schon, warum bekommen die noch den Nachschuss? Ich kann den Ärger verstehen, da waren sie unaufmerksam. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Die erste Chance noch klasse pariert, aber dann die nächste Chance und die wird genutzt. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Danilo jetzt am Ball. Bellingham. Haaland. George Best. Park. Klasse Chance jetzt. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Und da muss der auch hier ganz stark gemacht vom Torwart. Resolut geklärt von Blanc. Chance zur Führung. Könnte die Führung werden. Sie machen das Tor. Tolles Tor, kann ich nicht anders sagen. Eine unglaubliche Wucht hinter diesem Ball. Das Ding ist nicht zu parieren, das kannst du nicht halten. Real Madrid ist hinten. Schauen wir mal, wie sie jetzt auf diesen Rückschlag reagieren. Sami Al-Jaber. Varane. Und das war das Ende der ersten 45 Minuten. Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Gut dazwischen gegangen. Erling Haaland. Und jetzt Van Basten. Vinicius Junior. Und George Best am Ball. Best am Ball. Jetzt ist die Kugel weg. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Jetzt gibt's einen Einwurf. Ribéry. Haaland. Sie können es machen. Stark. Das war's mit der Chance. Erling Haaland. Das macht er super mit Technik. Könnte der Ausgleich werden. Volle Parade. Haaland.
So, sie kommen, sie greifen an und jetzt schauen Sie, wo sind die Anspielstationen? Wo ist die Lücke? Das ist die Chance. Und wieder treffen sie. Zwei Tore Führung nun also. Es läuft für sie. Super Tor, können wir nicht anders sagen. Kurze Distanz, aber da musst du erstmal die Nerven behalten und genau das tut er. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Haaland. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Erling Haaland. Bellingham. Marco van Basten. Da gibt sie den Ball ab. Vinicius Junior. Immer noch mit dem Ball. Jisung Park. So, Schlusspfiff in dieser Begegnung. Der Sieg geht heute an die Gäste. Tja, sie können hier gewinnen. Am Ende doch ziemlich ungefährdet. Zwei Treffer Vorsprung. Das